Beides gehört zusammen, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass Migration ja nicht die Strecke zwischen zwei Punkten ist, sondern die Addition des Startpunktes und des Zielpunktes. Also das von irgendwo weggehen und irgendwo hingehen und in der Hoffnung auch irgendwo anzukommen. Und es sind zwei Teile, die eigentlich zusammengehören, aber nicht immer zusammenpassen. Wenn das Herkommen und das Ziel, das Ankommen übereinstimmen, kann das eine sehr schöne Harmonie ergeben. Ein neues Ganzes, da gibt es ja viele Migrationsbiografien, die das beweisen. Es kann aber auch sein, dass die beiden nicht zusammenfinden. Dann ergibt sich eine Dissonanz und diese Dissonanz heißt dann Schwierigkeiten, sich nicht anpassen können am neuen Ort, nicht glücklich sein, vielleicht Sehnsucht nach dem alten Ort. Es ist ja kein Zufall, gerade wenn die Neue Zürcher Zeitung diese Frage stellt, dass das Schweizerischste aller Schweizer Worte, das in die anderen Sprachen gelangt ist, das Heimweh ist.